Hallo und recht herzlich willkommen zur zweiten Talkshow für die Pro Series. Mein Name ist Jan und zugeschaltet ist Mike. Hallihallo, herzlich willkommen. Ja, wir haben heute ein ganz, ganz wichtiges Thema und zwar das Finale der Saison, der Wettkampf um die Weltmeisterschaft. Und deswegen passend dazu haben wir mit dabei Bojan, Perpetuum und Knut im Talkteil. Und ja, vorher müssen wir uns natürlich erstmal darauf ein bisschen einstimmen und schauen jetzt mal auf die Tabelle. Und zwar steht da Bojan ganz oben auf Platz 1 mit 195 Punkten, verfolgt ganz dicht mit einer Differenz von 3 Punkten nur ist da Perpetuum und Knut Platz 3, 14 Punkte hinter Platz 1 mit 181 Punkten. Alle drei haben wir heute mit dabei und man muss ganz ehrlich sagen, ja, Knut war quasi die letzten 14 Rennen alle auf Platz 1 und dann jetzt im letzten Rennen, das ist dann irgendwie in Mexiko doch so gelaufen, dass eben der erste Platz weggenommen wurde von Bojan. Bei Bojan auch noch das Besondere, der hat erst einmal und zwar in Kanada gewinnen können, ansonsten hat er noch kein anderes Saisonrennen gewinnen können und trotzdem steht er da auf Platz 1. Also das ist auf jeden Fall ziemlich enorm. Einmal können wir noch kurz auf die Teamtabelle schauen. Nämlich auch da sehen wir was Spannendes und zwar Perpetuum Giova. Giova auch auf Platz 4, also auch ganz gut. Und zusammen haben die im Torosso einfach so viele Punkte geholt, dass sie 96 Punkte Differenz haben zu den Racing Points. Das heißt, die sind schon Konstrukteur-Weltmeister. Das haben die schon geschafft. Also Perpetuum und Giova haben schon einen Titel zusammen gewonnen. Da auf jeden Fall erstmal Glückwunsch, da können wir auf jeden Fall Perpetuum gleich nochmal drauf ansprechen und ich würde sagen, wir fackeln auch gar nicht weiter lang, sondern gehen direkt rüber und lassen uns gleich Perpetuum, Knut und Bojan zuschalten. Viel Spaß, ich bin richtig, richtig gespannt. Also, jetzt sind wir zugeschaltet, Bojan, Perpetuum und Knut, schön, dass ihr mit dabei seid. Moin Moin. Moin Moin, Servus. Hallo. Also, das letzte Rennen Brasilien, das wird richtig spannend, das Finale der Saison, Rennen 15. Ihr alle drei habt noch die Chancen, das zu gewinnen. Knut, hätte man schon gedacht, müsste schon früher fertig gemacht haben und ist jetzt auf Platz 3. Wie seht ihr so das in der gesamten Saison, wie habt ihr den Verlauf für euch selber gesehen und habt ihr diesen Dreikampf jetzt im Finale erwarten können? Ja, es hat sich ja schon irgendwie die komplette Saison lang angedeutet, dass es irgendwie noch sau eng vorne wird. Und ja, im Endeffekt ist es dann auch so gekommen, wäre natürlich schön gewesen, wäre der Punkteschnitt von Mexiko jetzt im letzten Rennen Brasilien so. Ich glaube, das wäre nochmal eine ganze Menge spannender, zumindest aus meiner Sicht, aber ist nun so. Ja. Und ich muss sagen, ich und Bojan haben auch gute Arbeit geleistet, sich da vorne noch einzuholen. Du hattest ja teilweise, glaube ich, 30 Punkte Vorsprung oder so. Ja, dazu kommt ja noch, ich hatte das eine Rennen noch gefehlt gehabt. Ah ja, stimmt, das eine Rennen hast du gefehlt, stimmt. Genau. Ja, wäre das nicht gewesen, dann hätte es auch noch ein bisschen anders aussehen können. Hätte, wäre, wenn. Hätte, wäre, wenn. Ja, aber die Chance ist ja noch da. Ja, ich meine, 14 wenn. Punkte hat Knut jetzt noch Abstand. Knifflige Sache, weil also vor allen Dingen Mexiko halt für dich, Knut, so relativ schlecht gelaufen ist. Was war denn da im Qualifying auch los? Da bist du ja in Q2 dann rausgeflogen, weil ich glaube, du hattest versucht, mit weißen Reifen dann dich zu qualifizieren. Das hat nicht geklappt, oder? Nö, also es war auch unrealistisch, dass ich mich mit harten qualifiziere. Ich wollte eigentlich noch ich hatte eigentlich geplant für 2 Medium Runs noch. Und die habe ich aber beide in den Sand gesetzt und dadurch bin ich dann eben halt auch tatsächlich rausgeschieden. War gar nicht mal so unzufrieden damit, Startposition war eigentlich ganz gut. Und dann war es eigentlich nur dieses, ja, keine Strafen holen und möglichst auf irgendwie Chaos vorne hoffen. Es ist einfach nur unglücklich gewesen. Es ist nichts vorne passiert, die sind vorne weggefahren. Ich musste mich hinten durchkämpfen, hat zwar eigentlich ganz gut funktioniert, größtenteils. Nur ich hatte auch einen Ausritt in die Auslaufzone gehabt, der mir auch viel Zeit gekostet hat. Und dann ist es auf der Strecke auch fast unmöglich, noch den Windschatten-Train einzuholen. Also ich musste da so viel Benzin, ERS, fast schon verschwenden, um irgendwie zumindest noch an die Verfolgergruppe ranzukommen.
Und dann, ja, habe ich es mir im Endeffekt selber ruiniert. Sonst hätte es vielleicht sogar noch aufs Podium gehen können für mich in dem Rennen. Ja, das war tatsächlich in Mexiko eine ganz interessante Sache. Da war zum Beispiel ein Giova-Elfmeterfalle und so mit dabei, die da vorne um Platz 3, 4 und 5 gekämpft haben, zusammen noch mit Twitch, haben sich da langgezogen und dann kamst du plötzlich an, hast ja schon erzählt, hast es dann einen Auslauf in der Zone. Perpetuum kam dann auch nochmal nach seinem nächsten Boxenstopp ran. Der hat es tatsächlich ganz gut geschafft, Perpetuum. Als du die Gruppe da gesehen hast, hast du gedacht, dass du da so schnell durchkommst? Ich meine, du bist ja sogar noch auf dem Podium gelandet. Habe ich gar nicht mit gerechnet, dass du es da durch diese Dreier-Vierer-Kampfgruppe so schnell durchschaffst. Ja, also wenn man mit frischen, weichen Reifen gegen alte, harte kämpft, dann hat man halt einen Pace-Unterschied von 2,5 Sekunden pro Runde und dann ist es eigentlich kein Problem. Und da mein Teammate eigentlich auch recht schnell Platz gemacht hat, dann war nur noch einer davor, nämlich Knut hat sich ja irgendwie verbremst auf der langen Geraden. Genau. Oder was er gemacht hat, Flügel ab oder habe ich gar nicht so mitbekommen. Auf jeden Fall war das ja auch ein geschenkter Platz, also muss ich ja nicht theoretisch nur 2 Plätze aufholen. Ja, Knut, erzähl mal, was war denn da? Ja, das war einfach eine Situation. Ich war einfach unaufmerksam. Kurve ist eigentlich bekannt dafür, dass man gerne mal Auffahrunfälle hat und das war auch in dem Fall so. Ich war ein bisschen zu spät auf der Bremse. Giova, dadurch, dass er noch hinter der Elferfalle war, hat entsprechend ein bisschen früher gebremst. Also bist du ihm tatsächlich draufgefahren? Ja, ich bin ihn raufgefahren, dann war der Flügel weg und ich glaube, 6 Runden hatte ich dann noch, die hätte ich dann auch nicht mehr zu Ende fahren können. Deswegen habe ich mir dann nochmal meinen Flügel geholt und ja, ich sage ich mal, ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben, noch ein Ja, paar Punkte noch das geholt, ist aber sehr bitter. ja. Ja, es war irgendwie ein unglückliches Rennen, weil ich hatte nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass ich groß was falsch gemacht hatte. Es waren einfach nur die Umstände, die es irgendwie nicht wirklich ermöglicht haben, weiter nach vorne zu kommen und dann eben halt dieser ja, dumme, auch unnötige Fehler von mir da, ja. Der größte Fehler war wahrscheinlich da das Qualifying. Und da haben wir ja einen Spezialisten hier dabei, Bojan. Der macht das Qualifying ja immer ganz locker, würde ich mal sagen. Also Bojan fährt da immer eine Runde raus und das war's dann. Und das Gefühl in jedem Coup. Bojan, was kannst du zu dem Rennen sagen? Was sagst du zu Mexiko? Wie ist es für dich gelaufen? Easy oder war es für dich ein schwerer Kampf? Ne, es war von der ersten Runde an schon sehr verschwitzt, muss ich sagen. Das Qualifying war schon sehr schwierig. Ich glaube, der zweite, dritte und vierte, also ich bin vom Platz 4 gestartet, waren 33.000stel. Ja, da hat ein Fehler gelangt und da war ich schon auf Platz 4, weil hätte ich einen Fehler nicht in der Runde gehabt, dann wäre ich schon vom Platz 2 gestartet, aber war nicht so schlimm. Am Anfang haben ich, Dragan und Pepin sich gut abgesetzt von den anderen Fahrern. Wir waren, denke ich, alle auf einer Pace. Und war eigentlich recht schwer mitzuhalten, also ich musste mein ganzes RS und auch Benzin verschwenden, damit ich überhaupt mithalten kann. Aber dann hatte ich Glück, dass Perpetuum meine Zwei-Stopp-Strategie verfolgt hat und ich und Dragan eine Ein-Stopp. Und da habe ich dann ein bisschen den Anschluss an Dragan verloren, also kam da nicht mehr ins DRS-Fenster rein. Musste nur noch schauen wegen den Zeitstrafen, aber ich wollte unbedingt noch Erster werden. Kam dann noch auf 1,5 Sekunden am Ende, aber hat dann leider doch nicht gereicht. Wäre ich Erster geworden, wäre es eine viel bessere Ausgangslage jetzt für das letzte Rennen. Dann wäre ich irgendwie schon 10 Punkte oder so vor Perpetuum und nicht nur 3. Aber es macht jetzt nochmal alles viel spannender. Ja, also was vor allem spannend macht, finde ich, ist die Tatsache, dass da vorne, ihr habt gar nicht jeder einzelne von euch so viel tatsächlich gewonnen. Bojan, du hast nur einmal gewonnen, Perpetuum, du hast dreimal und Knut zweimal. Also das ist gar nicht so. Ja, es fühlt sich, finde ich, also es sieht auf der Tabelle, wenn man so sieht, wie viele Siege ihr hattet, sieht es gar nicht so richtig nach Weltmeister aus. Was sagt ihr dazu? Wie fühlt ihr euch oder wie ist das quasi, vielleicht Weltmeister zu werden, obwohl man nur einmal vielleicht gewonnen hat? Ja, Ich also, denke. Ah ja, kannst du, sorry. was ich sagen wollte, also bei mir zumindest, ich kenne das, dass ich selten, sag ich mal, wirklich eine
Saison dominiere oder jedes Rennen vorne wegfahre oder überhaupt mein Rennen wirklich dominant vorne fahre. Ich mache es meistens eher über die Konstanz oder über Zeitstrafen. Und ist auch schon in anderen Ligen so passiert und ich denke mal, das Gleiche ist auch hier so. Dass ganz oft einfach, sag ich mal, die reine Performance nicht unbedingt für einen Sieg reichen würde. Aber ich sag ich mal, eher auf Nummer sicher gehe, eher mal meine Rennen beende und dadurch mir dann meine Punkte hole. Und zeigt sich auch diese Saison eigentlich. Also hat ja bis Mexiko eigentlich ganz gut geklappt, von dem her. Ja, das stimmt. Habt ihr anderen beiden da auch noch irgendwie einen Kommentar dazu? Was sagt ihr zu ja, den Leistungen, vielleicht Weltmeister zu werden ohne viele Siege? Ja, gerade bei Bojan ist ja spannend mit nur einem einzigen Sieg und jetzt auf Platz 1 und vielleicht nach dem nächsten Sonntag auch. Ja, also ich bin irgendwie viermal oder so Zweiter geworden und ich glaube einmal noch Dritter oder so, bin ich mir ganz sicher. Zweimal Dritter und sogar fünfmal Zweiter. Also es ist, du bist fast immer mit auf dem Podium gelandet. Das ist bei dir unglaublich. Aber halt würde ich nur einmal gewonnen. Ja, ich denke, ich hätte ein bisschen mehr gewinnen können. Wegen den Zeitstrafen und so bin ich dann zurückgefallen. Oder auch in Frankreich, wo ich einen Frontflügelschaden hatte. Und eigentlich dort die perfekte Strategie hatte und trotzdem nur noch Vierter oder so wurde. Aber ich denke, es kommt eigentlich eher auf die Konstanz drauf an, anstatt auf die Pace, obwohl die Pace eigentlich auch sehr wichtig ist. Zum Beispiel in Mexiko, da ja kein Safety Car kam. Aber wenn irgendwie vier Safety Cars oder so in einem Rennen sind, da ist eigentlich nur noch die Konstanz wichtig, weil das Fahrfeld dann so eng ist. Und wenn man da viele Zeitstrafen hat, dann wird man einfach durchgereiht am Ende vom Ergebnis her. Ja, das stimmt. Das erste Rennen ganz ohne Safety Car. Wie habt ihr das miterlebt? Also Knut, du hast dich ja auch am Ende so ein bisschen auch drüber aufgeregt. Das ist das einzige Rennen ohne Safety Car. Es hätte dir ja auch sogar genützt. Ja, definitiv. Also ich glaube, ich hätte im kompletten Feld am meisten davon profitiert, egal zu welchem Zeitpunkt. Und hatte auch lange Zeit keine Strafen gehabt, obwohl ich mir zwei frühe Verwarnungen geholt hatte. Also ja, im Endeffekt unglücklich, weil ich glaube, einer aus den Top 10 hatte keine Zeitstrafe. Und ja, hätte mich vielleicht noch ein bisschen nach vorne gespielt, selbst mit dem Unfall. Ja, ist halt schade, dass es genau dann passiert. Auch zum Beispiel diese VSC-Phasen, das sind zwar nur, sage ich jetzt mal, kleinere Eingriffe ins Renngeschehen, sage ich mal, aber es kann über eine Renndauer schon einen Unterschied machen. Wenn man das komplette Rennen, so wie ich jetzt zum Beispiel, das komplette Rennen alleine fährt, kein Windschatten hat, alles ERS und so raushauen muss, dann hilft so ein Fausthill zwischendurch einfach mal, um einfach, sag ich mal, die Reifen wieder optimal in Temperatur zu bringen, ERS aufzuladen und so weiter. Das hilft einfach zwischendurch und so, ich hatte diese Hilfe nicht. Ja. Und das hatten wir eben halt schon in vergangenen Rennen, wo dann wo dann zum Beispiel ein Purpletum dann früh auf Hard gehen konnte und dann entsprechend dann auch gewonnen hat. Was an sich schon mal eine krasse Leistung ist, mit Hard so lang zu fahren und dann den Sieg zu holen, aber. Fast gewonnen. Fast gewonnen. Stimmt. Aber es ist halt. Also, es ist halt, das Rennen war für mich zu 90% Pech und zu 10% dieser eine Fehler. Das, ja. So, aber also. Passiert. Ja, passiert. Ein Rennen habt ihr jetzt alle noch vor euch, Brasilien. Ja, Knut, du hast auch die, ich sag mal, schlechtesten Chancen. 14 Punkte Differenz zum ersten Platz. Perpetuum würde zum Beispiel einfach nur reichen, wenn er das Rennen gewinnt, dann ist er auch Weltmeister, egal wo Bojan und Knut landet. Also du, Perpetuum und Bojan, ihr habt es beide noch selber in der Hand. Gut, du nicht. Ist man dann dadurch ein bisschen mehr unter Druck als die anderen beiden? Die wissen, ja, ich muss einfach nur gewinnen und dann habe ich selbst. Ja, in der einfach Hand. Nur gewinnen. Einfach, ja, ja. Ist auch nicht schlecht. Ich würde ehrlich sogar sagen, dass ich, glaube ich, am wenigsten Druck habe jetzt, weil ich habe nichts mehr zu verlieren.
und kann eigentlich jetzt einfach nur mein Rennen fahren. Ich bin sowieso von den Ergebnissen von den beiden abhängig. Und muss man auch ehrlich sagen, wenn da kein größerer Unfall passiert, dann wird das auch nicht passieren. Deswegen, ich kann das Rennen komplett entspannt angehen und die beiden können sich das ruhig, können das ruhig unter sich ausweiten. Und wer weiß, wenn die beiden Fehler machen, vielleicht kann ich es ausnutzen. Wer weiß das. Ja, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also das sehe ich komplett genauso. Da stellt sich bei mir halt die Frage, auf was kommt es jetzt dann an? Auf was kommt es an, dass man sagt, jetzt werde ich Weltmeister, oder ich? Ich glaube, das kommt jetzt besonders auf Ruhe und auf Konstanz an, weil, sage mal, ein einziger Fehler reicht schon und dann ist man am Ende des Feldes und das war's dann. Und besonders jetzt in meinem Fall ist das so, dass ich einfach nur durchfahren werde und sehe, wo ich am Ende lande. Ich habe keinen Druck, ich muss nicht unnötig um irgendwelche Positionen fighten, um jeden einzelnen Punkt, weil ich weiß, okay, die anderen beiden, das sind die, die unter Druck stehen und nicht ich. So, zum Abschluss nochmal Bojan und Peptum, was sagt ihr für Brasilien und was nehmt ihr euch vor, um dann tatsächlich Weltmeister zu werden? Ja, wird auf jeden Fall ein spannendes Ding am Sonntag. Ja, wie gesagt, eigentlich muss man ja schon auf Sieg gehen und halt in Brasilien ist es schwierig mit dem Wetter oder mit den Zeitstrafen. Nämlich da wahrscheinlich auch relativ leicht in Kurve 1 immer über den Körper drüber. Und ja, ich hoffe mal auf ein geiles Battle mit Bojan und mit Knut. Und dass das hoffentlich gut für mich ausgehen wird. Ja, sehe kann ich auch so. Wird ein spannendes Rennen. Ich möchte auf jeden Fall den Titel verteidigen. Und nochmal, die WM gewinnen wird aber deutlich schwieriger. Habe ich auch schon davor in den letzten beiden Sessions mit Perpetuum gefightet. Und ja, ich bin gespannt, wie es so ausgeht. Und hoffe ein bisschen auf Rückendeckung von meinen Teamkollegen oder auch von Knut, da wenn er zum Beispiel gewinnt und Perpetuum noch vor mir landet. Je nachdem, welcher Platz dann ich bin, dann könnte ich vielleicht immer noch Weltmeister werden. Ja, das Wetter wird auch eine große Rolle spielen. Auch wenn es regnet, darf man sich keine Fehler erlauben und da kann wieder alles passieren. Auch von den Safety Cars und die anderen Fahrer, da darf man auch nicht unterschätzen. Ja, eine allerletzte Frage habe ich jetzt dann doch noch. Was würdet ihr sagen, wie hart fahrt ihr am Wochenende? Fahrt ihr härter als sonst und sagt, ich muss um alles jetzt meinen Platz 1 hier verteidigen? Oder bleibt man dann doch so, dass man sagt, ja, lieber safe, lieber fair. Also ich werde immer noch die gleiche Pace fahren wie sonst immer. Ich werde vielleicht ein bisschen mehr üben als sonst. Aber so hart würde ich auch nicht fahren, dass man zum Beispiel den anderen komplett von der Strecke drängt. Es soll immer noch fair gefahren werden von allen. Ist da immer noch ein Spiel, auch wenn es wichtig ist und man auch vielleicht nervös wird oder auch unter Druck steht, je nachdem. Ja. Meinung von den anderen? Sagt ihr, der Bojan fährt fair, jetzt fahr ich ihn weg oder wie schaut's da aus? Nö, also ich denke mal, ich werde einfach das machen, was ich eigentlich am besten kann, und zwar mich aus dem ganzen Stress raushalten und gucken einfach, wie weit es nach vorne gehen kann. Also sonderlich aggressiv wird es da nicht sein. Besonders in Brasilien kann das nämlich ganz schnell auch tödlich enden in den schnellen Kurven. Deswegen ruhig angehen lassen und sag mal, die anderen können sich den Kopf darüber zerbrechen, wie sie an mir vorbeikommen wollen. Ach so, ja, ich werde einfach vorne wegfahren und das Ding nach Hause holen. Ja. Also, ja. Keine das hört sich sehr gute Worte, ja. Idee an. Ja. Sehr schön. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Sonntag Brasilien. Ich wünsche euch dreien auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück. Und ja, von mir natürlich auch. Super, super viel Glück. Bleibt da natürlich unparteiisch und ja, bin echt gespannt, wie das dann ausschauen wird und ich freue mich, diesen Fight dann auch auf der Strecke zu sehen und dann kommentieren zu dürfen. Danke, dass ihr heute hier in der Talkshow mit dabei wart.
Also das war auf jeden Fall hier schon mal ein heißes Duell zwischen den Fahrern und am Sonntag um 20 Uhr wird das bestimmt auch noch spannender auf der Strecke. Da sind wir auf jeden Fall richtig gespannt. Das Finale am Sonntag, 20 Uhr, live hier auf diesem YouTube-Kanal von Racing League Esports Brasilien. Ich bin super heiß, alle Fahrer sind heiß, wir haben uns jetzt eingestimmt und ich hoffe, ihr schaltet auch mit ein. Mike, danke, dass du auch mit dabei warst. Also, wir sind heiß, macht es gut, wir sehen uns am Sonntag live um 20 Uhr. Haut rein, ciao.